unser Feld, wie sich der Regen ausgewirkt hat. Okay, die Schnecken bleiben weg. Also, jeden Tag einen Liter Joghurt essen, dann immer einen Becher. Kartoffeln kommen auch. Glaube ich noch aus dem Vorjahr. Da gehen jetzt überall die vergessenen Kartoffeln aus dem Vorjahr auf. Eigentlich ganz praktisch. Hier ist unsere alte Kohlrübe aus dem Vorjahr. Da wollen wir die Samen abernten. Hier ist Coyote, glaube ich, das ist aus Asien, was ganz speziell ist. Sieht aus wie eine Kokosnussfrüchte. Gurken erholen sich auch langsam. Das sieht ein wenig schwach aus. Die wird auch. So, die Tomaten sind jetzt eine Woche drin. Erst. Wir waren ein bisschen spät dran, aber die sind sehr gut angewachsen. Dank der Schafwolle und der Rabreda-Ehre haben sie immer genug Feuchtigkeit. So, ich bin wieder am Anpflanzen. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Dass es auch anwächst. Also, ich lasse mal ein Loch aus.
Vögel, die das Ganze nicht brauchen. Und das ist versteckt. Die Pflanze wächst jetzt zu 99,8%. Das ist auch wichtig bei den kleinen Pflanzen, dass die immer feucht sind. Ne? Normal muss man jeden Tag gießen, aber wenn man keine Zeit hat, mal zwei, drei Tage, soll die trotzdem überleben und zu überleben sein. Alles das Beste. Hier das Hochbeet habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Auf die gleiche Weise. Das sieht da ganz leicht Schafwild durchblitzen. Es hat stark geregnet. Könnten wir jetzt noch ein bisschen Erde drüber legen, aber man sieht, alles wunderbar angewachsen. So, es spritzt gleich. So, es wird jetzt gleich regnen. Das ist die ideale Gelegenheit, um einen Kanister zu verarbeiten. Ihr wisst, was da drin ist. Purin, gemischt mit effektiven Mikroorganismen und Zuckerrohrmelasse. Das bringe ich jetzt aus und dann wird es gleich durch den Regen in die Erde eingeschwemmt. Und dann riecht nichts. Es riecht auch so nicht, aber dann riecht halt erst recht nichts. Das stelle ich nochmal. So, das will jetzt einfach großzügig im Garten verteilen. Licht auf die Pflanzen, nur leben die Pflanzen. So, schauen wir uns den Garten nochmal an. Hier, das sieht recht wild aus, der Bereich, aber das soll meine Bienenweide eigentlich sein. Recht unübersichtlich, aber passt schon. Äpfel haben wir auch jede Menge dran in dem Jahr. Es gibt eine gute Ernte auf beiden Bäumen. Das Zeug habe ich alles rausgemacht. Wieder Kompost ansetzen, aber das mache ich morgen oder übermorgen. Hier und das Kraut hier, das verbreitet sich wie verrückt, lässt sich aber auch gut abreißen. Also das, innerhalb von 10 Minuten ist alles weg. Umso mehr Biomasse man hat, umso mehr Kompost kann man ansetzen. Das hat alles seine Vorteile. Hier ist der Kompost vom Vorjahr, da drunter. Und da hinten ist der Kompost vom laufenden Jahr. Der bleibt noch liegen. Ja, ist da drunter, sieht man nicht, gut versteckt. Hier sind die Brombeerbüsche, die durch darüber leiden. Da unten habe ich eine Gurke reingesetzt, eine veredelte. Und hier ist das Kartoffelfeld. Das macht man auch gut, wenn man nicht so ordentlich arbeitet. Die ganzen Kartoffeln sind vom Vorjahr aufgegangen, also durch eine Hackschnitzel. Habe ich vergessen, einige rauszuernten. Aber macht nichts, umso besser. Und jetzt in die Zwischenräume, da tue ich jetzt unsere Saatkartoffeln rein.
Die liegen alle noch im Schuppen. Da habe ich zu tun, dass ich einen Platz finde, dass ich die loskriege überhaupt. Hier sind Bärenbüsche. Da habe ich jetzt mal sämtliche Gewächse weggemacht. Das sind meistens irgendwelche Kohlrabi gewesen. Oder irgendwelches Gemüse, so wie der hier, der Samen anfängt demnächst oder schon ausgesamt hat. Aber ich habe die jetzt raus, weil die einfach zu viel Platz wegnehmen und es zu unübersichtlich wird. Hier ist Pfefferminze. Das breitet sich auch aus wie verrückt. Das müssen wir auch mal wieder eingrenzen mit dem Spaten. Die Erdbeeren, die wachsen jetzt wie verrückt. Sie auch noch abernten. Also nur rote Erdbeeren überall. Hier ist die Melone drin, die ist auch gut angewachsen. Der fällt ein wenig die Wärme. Ja, und hier sind noch ein paar so Gewächse, die total in die Höhe schießen. Das ist eine alte Sorte rote Beete, die wir jetzt aussammeln lassen müssen, um das Saatgut zu ernten und es dann bei einer Tauschbörse einzuschicken. Weil wir müssen einen bestimmten Teil vom Saatgut dann abgeben. Die rote Beete, die sieht so aus. Das ist eher eine orange Beete. Dann schauen wir die auch noch umsiedeln. Das Interessante ist, dass man an den Erdbeeren geht keine Amsel ran. Also ich habe kaum angefressene. Keiner weiß warum. Vielleicht liegt es an den effektiven Mikroorganismen. Hier, das ganze Zeug ist auch von selber aufgegangen. Also ich habe da gar nichts reingesetzt. Das ist irgendein Kürbis. Es kann auch sein, dass das aus den Bokashi-Eimern ist, von den fermentierten Kürbissen. Das tue ich ja dann immer ausbreiten im Feld und einarbeiten, dass da die Samen aufgehen. Aber da war überall Kartoffeln dazwischen und kein einziger Kartoffelkäfer. Viele haben Kartoffelkäferplage, ich habe noch keinen einzigen gesehen. Entweder ich sehe schlecht oder ich habe keinen. Aber ich glaube, ich habe keinen. Hier die Tomaten. Frisch gegossen. Hier haben wir Süßkartoffeln. Die sind auch sehr gut angewachsen schon nach ein paar Tagen. Kohl. Hier ist auch eine Reihe Kartoffeln. Das hier, das sind alles Sonnenblumen. Das sind auch vom Vorjahr. Da waren wir hier drin im Feld. Und die Amseln haben die leer gefressen, die Samen. Und manche sind runtergefallen. Und sind jetzt hier überall von selber aufgegangen. Also eigentlich brauche ich gar nichts mehr machen hier. Zwischen die Sonnenblumen habe ich jetzt Weißkohl und Rotkohl gesetzt. Hier ist der Kirschbaum. Aber da muss man sich immer beeilen, weil die Amseln das sehr schnell leer fressen im Baum. Hier ist auch noch ein Asiasalat, der auch aussamt. Den reiße ich vielleicht auch noch raus. Hier auch. Aber der geht auch von selber auf. Das ist auch praktisch dann. Da ist immer irgendwo eine Ernte. So wie den hier zum Beispiel. Aber hier ist auch irgendein Kürbis oder Zucchini. Das hier sind irgendwelche Blumen, aber keine Ahnung. Da müssen wir einen richtigen Gärtner fragen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Kartoffeln. Und hier sind Rüben. Das sind Mairüben oder Kohlrüben. Ich habe es vergessen. Hier ist wieder ein Kürbis. Und zwischendrin. Das könnte Zwiebel sein. So, ich habe noch ein paar Erdbeeren geerntet. Bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also da hat keine, auch nur die kleinste Macke. Die Amseln bleiben weg davon. Entweder es liegt in die Hackschnitzel oder an den Mikroorganismen. Auf jeden Fall finde ich sehr gut. Und da sind nochmal so viel dran. Das ist auch ein Kürbis.
Ich habe es einfach wild, jetzt wo Platz war, habe ich was reingesetzt. Für mich ist es Mischkultur und Permakultur. Umso mehr durcheinander, desto besser wächst das Zeug scheinbar. Also die muss man höchstwahrscheinlich vereinzeln. Überall Kartoffeln. Super. Ja, selbst der kleine Apfelbaum trägt auch schon Äpfel. Der war letztes Jahr schon 3 Stück drauf. Und jetzt ist es noch viel besser. Hier sind Bohnen. Auch ein kleiner Apfelbaum, der randvoll ist. Das hier ist ein Birnbaum. Der ist vielleicht 3 oder 4 Jahre alt. Also ich habe jeden Platz genutzt im Blumenbeet. Da wird jetzt lieber Erdbeeren rein. Also wir essen keine Blumen, wir essen aber Erdbeeren. Von dem her. Das ist praktischer. Die richtige Erdbeerschwemme jetzt. Das sind lauter Walderdbeeren. Oh je. Alles voll. Ein wenig größer können sie sein, aber es liegt wahrscheinlich am Wetter, weil es war jetzt auch nicht so warm. Naja, wir sind eigentlich zufrieden. Bis jetzt. Ah, und da oben im Kübel habe ich jetzt diese ganzen ausufernden Gewächse rausgerissen und in den schwarzen Mörtelkübel rein. Weil es so riesig ist, dass das ganze Beet unübersichtlich wird. Und du kannst nichts mehr neu reinsetzen. Das sind alles Kohlrabi, was weiß ich was, Kohlarten, Rettich. Gehen wir rum. Also da sind scheinbar die Samen drin. So, wir schauen, ob es da drin auch überlebt, bis der Samen geerntet werden kann. Ich denke aber schon. Da habe ich noch ein bisschen Weißkohl und Rotkohl habe ich es nicht geschafft reinzutun. Muss erst schon mal das Beet verbessern. Mache ich morgen. Hier steht noch Kaffeesatz. Aber ich glaube, den tue ich in den Kompost mit rein. Habe ich viel zu viel angesammelt. Trauben sind auch schon zu sehen. Hier habe ich Meerrettich rein, aber der versteckt sich noch. Hier sind Johannisbeeren.
Die auch gut vorbehandelt mit Mikroorganismen und Zuckerrohrmelasse und alles Mögliche. Also da habe ich auch noch nie Schädlinge dran gesehen. Das sind schwarze Johannisbeeren. Jetzt kommt die Gurke, die hat sich noch nicht stark weiterentwickelt, die steht im Kompost. Ja, vielleicht braucht die ein bisschen, bis sie sich eingeklebt hat. Ja, wir haben sogar Brennnessel. Können wir einen Smoothie draus machen. Werde ich auch mal abernten morgen. Und einen Krafttrunk herstellen. Das ist eine ideale Ergänzung zu Hanfmilch. Es gibt noch mehr Kraft. Na gut, das war's dann für heute. Schöne Pfingsten. Ciao, ciao.